Oh, das kann man auch noch schauen. Perfekt. Dankeschön. Damit haben wir jetzt wie viel Platz? Immer noch so viel wieder vor. Ja. So. Kaum was wert, aber Hauptsache wir können es verkaufen. 95. Das Bücher können wir auch verkaufen. 97. Und blablabla. Was hier noch? Ungefähr 1,98. Okay, das war jetzt eigentlich das Dümmste, was ich hätte machen können, aber ja, ja. So bin ich halt. Die ist 5. Die ist 15 wert. Die nehmen wir mit. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und die Schuhe noch so. Und ich werde jetzt dann einfach mal verkaufen und wieder herreißen, einsacken, wieder verkaufen. Und nachdem ich das gemacht habe, sehen wir es wieder. Also bis dahin, tschüssi. So, und da sind wir zurück im Reich von Skyrim. Im wunderschönen Fluss. Das Reh ist auch wieder mit dabei. Du hältst mir die Fackel, das finde ich super. Und jetzt erstmal orientieren. Na? Ah, so. Dann wir sind gut beladen. Dann sind wir gerade hier. Ah genau, wir wollten ja einmal drumherum laufen. Dann machen wir das nochmal. So, hallop, hallop. Zum Reh, vielleicht finden wir es ja nochmal. Und hier ist bei Nacht. Oh, Polarlicht. Ah, ich finde es schön. Und du? So, wir haben hier vielleicht, okay, es ist jetzt zwar nicht ganz die feine Art, aber mal schauen, ob wir ihn griffen. Oh. Moment, können wir uns auch schleichend bewegen? Ja. Bleib doch stehen. Ich möchte dich doch nur töten. Sind das Glühwürmchen? Fackelwürmchen. Ha! Hab dich. Komm her. Na. Hab ich dich. Aha. Und genau. Ab und an mal schauen, ob wir vielleicht irgendwelche Bienenstöcke hier sehen. Nicht? Nein, schade. Rede mit Lü. Nein. Aha. Das ist doch ein kleines Dörfchen hier hinten. Ja, was man nicht so alles findet, wenn man einfach mal so durch die Gegend läuft. Auf jeden Fall Pilze. Ja. Was zum? Eine Schlammkrabbe. Okay, jetzt wissen wir, in dem Wasser lebt was. Und Favoriten? Moment, F war das? Nein. Was? Ach, Q war das. Einmal links und einmal rechts. Perfekt. So, wir sind wieder ausgerüstet. Dann schnappen wir uns noch hier die Pilze. Na. Der geht nicht. Schade. Ganz ruhig. Brauner, oh, ganz ruhig. Wir kommen schon noch voran. So, und oh, da haben wir doch gleich einen Kollegen. Was außen rum? Nein. Können wir dich erleichtern? Nein, auch nicht. Hm, hier fehlt ein bisschen Feuer, oder was willst du hier sagen? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ach echt? Dann lass uns doch mal darüber reden. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Och, mal wenn er verfressen ist? Wenn man nicht gierig ist, gibt es genug für alle. Das stimmt. Und mit dir kann ich wohl nicht wirklich reden. Kommandieren. Ach, nee. Möchte jetzt auch nicht klauen. Ich könnte ja. Das sieht mich nicht. Hm, nein.
Aber wir könnten doch hier lesen. Ja. Gut, damit haben wir. Nein, wir wollen es natürlich nicht nehmen. Aber eventuell können wir dann auch das hier lesen. Nee, das wäre dann einfach nur klauen. Nein, nein. Nee, dann wollen wir ganz normal lesen und nichts klauen. So. Wenn wir schon mal hier hinten sind. Ist hier irgendwas? Nein, hallo? Keine Wölfe? Okay. Ich kann. Oh. Okay. Habe ich ihn. Oh, nein. Och. Jetzt da. Sollte ich eventuell mal auf Kuhm einmal nur. Das geht doch. Favoriten. Okay. Gleich mal ausrüsten. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Na. Verdammt. Wo bist du? Ich habe einen kostbaren Pfeil an dich verschwendet. Ja! Im Runo. Der war nichts. Gesundheit. Verdammt. Durch den Pfeil hier vorne sieht man auch nicht so viel. Hallo? Verdammt, du bist jetzt verloren. Dann hier ist ein Durchgang, okay. Schön und gut, aber. Ich möchte doch den Hirsch teilen, ist nämlich schon ein meiner Pfeile in sich drin. Wow, wow, wow. Wow, ganz sachte. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Sag mal, wo. Häschen, Häschen, ne? Verdammt. Gut, der Hase ist schnell. Aber zumindest möchte ich doch. Hä? Yeah, ich verschleude hier meine ganzen Pfeile an Wildtieren, die ich eh nicht treffen kann. Oh Mann, oh Mann. Komm schon, zumindest diesen Elch, dieses Reh. Ach, was auch immer, ich weiß gar nicht, wie man die genau unterscheidet. Ich glaube, im Geweih, oder? Naja. Ich glaube, du bist schuld, du bist einfach viel zu laut. Also, ich gedacht, da wär's. Aber nein. Komische Steine, da fällt mir eigentlich ein, ich hab doch. Nein, ich habe natürlich keine kleine Axt dabei. Warum auch? Ich meine. So. da fällt mir ein. Du hast doch bestimmt noch Gegenstände von mir, oder? Ich bin hinter euch. Ich habe doch geschworen, eure Last zu tragen. Das finde ich gut von dir, Waffen. Spitzhacke nehmen. So. Objekte, genau. Dann Waffen. Spitzhacke zu den Favoriten. Geht ihr voran? Jetzt möchte ich doch mal schauen, kann ich hier was abbauen? Genau nochmal. Nein. So, ich möchte aber gerne mal wissen, wie dann in Wirklichkeit alte Bogen ausrüsten. Erz ausschaut. Oder Kupfer oder überhaupt. Ich möchte doch ziemlich gern mal was abbauen. Einfach nur, damit ich es mal getan habe. Ich habe auch gelesen, dass man zum Beispiel Holz fällen kann. Das ist ein Duchenstein. Ein ganz normaler. Also zumindest von bestimmten Holzscheiteln. Die kann man dann zusammenhacken. Kann man dann alles verkaufen. Alles wunderbar. Das habe ich alles noch nicht getan. Und so kann das ja nicht weitergehen. Ah, Pilze. Ja, weil wir können hier nicht die ganze Zeit einfach nur Pilze sammeln. Ein Fuchs. Naja. Ich glaube, ich bin kein Bogenschütze.
Aber so ein Baumstumpf hier. Aber haben wir eine Axt ich dabei? Bin direkt hinter euch. Dann würde ich das doch mal ich gerne habe austesten wollen. Eure Last zu tragen. Ja, dann tue das. So, schauen wir mal. Waffen. Nein, leider nicht. Na mal los. Na gut, also solche Baumstämme hier müsste man eigentlich fällen können. Hier. Alles, was keine ganzen Bäume. Keine ganzen Bäume sind. Hier, oh mein Gott. Hier muss ich dann später nochmal hin. Weil ich kann die Holzscheitel richtig gut verkaufen. Ich glaube, ein Scheitel, 5 Gold. What the fuck? Okay, ah! Okay, Moment. Wo kommst du jetzt her? Überhaupt, Holy crap! Und voll neu bashen. Und nochmal voll neu bashen. Es gibt sogar halt. Wie? Der kann nicht einfach herkommen. Ja, ich vorbereite auf ihn. Okay, jetzt brauche ich zu. Jetzt brauche ich Mana. Also ich hätte die Hauptquest wirklich nicht machen sollen auf Anhieb. Ich kann. Ach genau, ich kann auch noch Rufe machen. Aber zuerst. Oh mein Gott, ich habe keine Mana-Trinke mehr. Moment. Das kann ja nicht sein. Oh mein Gott. Mein wird um 40 erhöht, das bringt mir recht wenig. Sichtbarkeit, Frostresistenz, den kann ich dann gleich trinken. Okay, Moment, pausieren. Gesundung, okay. Und dann hier und einmal so. Whoa. Resistenz. Gegen Magika. Oh, das war's schon. Oh Gott. So, hier. Brüll die Tank. Ja, ich schau grad schlecht aus. Ich habe keinen Magika mehr. So. Dann machen wir es anders. So, hier. Zack. Und zack, ich schlag dich tot. Oh mein Gott. Wir haben jetzt wirklich nichts mehr. Nur Heilung. Gut, dann müssen wir es irgendwie so schaffen. Komm runter. So. Und es war schon wieder. Oh mein Gott. Axt schwingen. Also ich muss. Ich muss, glaube ich, Ausdauer trainieren. So, hier. Stirb und hier. Einhand verbessert, jetzt ist ja immer besser. So. Und. Und hooray! Das war der nächste Drache. Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Ja, es gibt mir jedes Mal eine richtige Dröhnung. Und eine weite Drachenseele aufgenommen. Haben wir jetzt irgendwas? Oh, doch, wir haben eine neue Stufe. Das war gut, das ist gut. Wie gesagt, Ausdauer. Ja. Das können wir einfach recht gut bauen. So, aber wir bleiben hier im Zerstörungspfad. Einschlag können wir noch nicht machen. Doppelzauber haben wir schon. Können wir noch nicht machen. Lehrling, okay. Und Meister geht nicht. Können Blitz machen. Verstärkte Frost, nein. Ach was, den kann ich auch nicht machen. Moment mal. Was haben wir denn hier? Verstärkte Frost. Verstärktes Feuer. Eskälte. Nimm das Ziel. Löscht's aus. Na gut, es ist alles nicht so prickelnd, möchte ich mal sagen. Dann nehmen wir doch einfach mal einen anderen Zweig. Herstellung. Regenerationszauber. Haben wir so gut wie keinen.
Mission Alchemie. Warte mal, Alchemie? Alchemie? Alchemie wäre doch was. Und hier geschätzt, warum gibt es dann 20% wirkungsvoller? Okay.